Willkommen in der Kolonie, ja, bei der Sky und bei Locke, der auch diesmal Hallo. Wieder dabei ist. Hallo! Und diesmal sind wir hier wieder in der Kolonie, weil sonst würden wir das Video wahrscheinlich nicht über eine Kolonie machen. Das hat aber nichts zu sagen. Wir gehen mal an den Anfang zurück. Warte, oh, jetzt habe ich vertippt. Spawn, so, bumm. Und wir sind am Spawn, den guten alten Spawn mit dem schönen Leuchtfeuer, der Strahl, der sich in die Dunkelheit da oben bohrt. Jetzt können wir poetisch werden, die Dunkelheit, die Sterne, alles leuchtet. Und ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Gut, ich bin nicht so gut in Poesie und Gedichten und sowas. Das habe ich wohl gerade festgestellt. Macht aber nichts. Wir drehen uns mal um. Und was sehen wir hier? Oh, zwei neue Gebäude. Also ich denke mal, wir fangen ganz am Anfang an. Und ich kann euch versichern, Locke, sein Grundstück wurde aufgegeben. Er hat selber gemerkt, er ist einfach zu inkompetent, um sich selber ein Haus zu bauen. Er bleibt dann lieber bei der Redstone-Leitung. Und da, siehst du, genau, und das waren gerade deine Hoffnung und deine Träume, die sind einfach gerade kabumm gegangen. Danke, immer doch. Bitte. So, und deswegen ist dieses Grundstück hier, dieses riesige Grundstück zu verkaufen. Also auch als ich verkaufe das. Ja, er verkauft das. Zum Schnäppchenpreis, ja. Genau, da habe ich schon gerade vergessen, wir sind fast vorbeigerannt. Die Messe ist natürlich da. Und diesmal ist die Messe auch eröffnet, die ist komplett fertig nun gebaut. Ihr könnt euch hier Stände mieten. Wie viel das kosten wird, könnt ihr bei mir hinterfragen. Und ich werde euch dann sagen, hey, ich habe noch keine Ahnung, macht einen Preisvorschlag. Ja, das hier ist die schöne Messe. Da oben geht es auch ins zweite Messegebäude. Insgesamt gibt es 7 Stände, die man sich mieten könnte. Aber, oh, oh, Spinne, Spinne, oh mein Gott, oh mein Gott. Gut, ja, das hier ist das Messegebäude. Was machen wir als nächstes, Locke? Entweder unser Haus zeigen oder das Fernsehstudio. Ich würde sagen, wir tun nach der Reihe vorgehen. Das heißt, erst unser Haus, dann das Fernsehstudio. Und dazu muss ich sagen, da hinten steht ein Enderman und den tun wir jetzt erstmal schön kaputt schlagen hier, wie es. Oh, ich habe eine Enderperle, juhu. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt zur Reihe nach zu unserem Haus und zu den ganzen Häusern, die wir gebaut haben. Und erzählen euch jetzt, was wir so Schönes geplant haben. Also erstmal, was gibt es Neues auf Kolonie? Auf Kolonie haben wir jetzt mehrere Plugins hinzugefügt. Die Wireless Redstone Sache, die ich genau jetzt in dem Moment hinzufüge. Dann haben wir ein bestimmtes Plugin hinzugefügt. Und ja, wir machen das mal so. Derjenige, der sich wirklich von Kolonie dieses Video bis hierhin anguckt und zugehört hat, der kann jetzt, ja, ihr könnt zuhören, 500 GC gewinnen. Findet einfach raus, welches Plugin neu auf diesem Server ist, okay? Welches Plugin ist neu auf diesem Server? Das wird irgendwann vielleicht mal vorkommen hier. Wenn ihr wisst, welches Plugin komplett neu auf dem Server ist, dann habt ihr 500 GC gewonnen. Ich finde, das ist ein faires Angebot, oder Locke? Mhm, ja. Und damit würde ich sagen, wir gehen schon mal. Und dann hätte ich es gewonnen. Ja, nee, ja, das, die Leute, die es wissen, die dürfen es nicht sagen. Auf jeden Fall, hier haben wir ein neues Häuschen gebaut, ein kleines Häuschen. Ich habe so gedacht, wenn unser lieber Swordrain da hinten, ich gehe nochmal gerade an den Strand, da könnt ihr euch das mal angucken, ein modernes Häuschen baut. Ich rede natürlich von nichts wenigerem als dem da. Dann können wir auch ein dreifach so hohes, noch moderneres Haus bauen. Und das ist wirklich modern. Das ist direkt an die Messe so prinzipiell angeschlossen. Und ich würde sagen, wir gehen auch mal hoch und machen eine Roomtour. Achso, das hier ist ja der hier ist ja der Haupteingang. Gut. Hier sind wir in der Lobby. Also, ach ja, wir vermieten übrigens ein Stockwerk. Das muss ich dazu sagen. Hier haben wir die Lobby. Natürlich ist es so modern, dass man die Lichter ein- und ausschalten kann. Und natürlich darf auch kein Pool fehlen. Das hier ist ein Pool. Da könnt ihr reinspringen und rumplanschen oder schmutzige Sachen machen, wie ihr wollt. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Hör auf damit. Doch. Und das stellen wir nicht sowas. Gut, und dann würde ich sagen, wir gehen auch schon mal in das erste Geschoss. So ein Chillroom. Hier kommen noch nachher so ein paar Bänke hin, so zum Chillen und so. Und übrigens noch ein Plugin, was wir hinzugefügt haben, ist das Sitz-Plugin. Das heißt, wir können uns prinzipiell sogar hinsetzen. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal in das zweite Geschoss. Wumm, hier sind wir im zweiten Geschoss. Machen wir Tür auf. Und hier sind wir ja schon. Dieses Stockwerk ist zu vermieten. So viel Platz ist da. Man kann das selber unterteilen. Und ich würde sagen, das ist auch ganz gechillt hier eigentlich. Ich meine, man hat hier Überblick über die Stadt. Ich zeige euch das mal hier. Ja, hier kann man das sehen. Oder an den größeren Fenstern hier. Wunderschöner Ausblick. Oder direkt hier Meeresblick. Unglaublich schön. Oder auf unser Fernsehstudio und die restliche Stadt, die wir hier gerade am Bauen sind. Und dann würde ich schon sagen, gehen wir in den... Warte, 1, 2, 3. Wir sind jetzt, glaube ich, im dritten Stock hier nach, gell? Dritter Stock, ja. Dritter Stock. Das hier ist unsere Suite. Und das Haus ist jetzt nicht so unheimlich groß, dass man sagen könnte, 50 Stockwerke. Aber ich finde es schon geil. Weil der Punkt ist, wir haben hier unser schönes Stockwerk Nummer 3. Also das ist unsere Suite. Das besteht aus 2 Stockwerken, den oberen 2. Und hier haben wir dann zum Beispiel noch einen schönen Garten. Kann man sich so hinchillen und so weiter. Ich glaube, ich kann mich jetzt gar nicht hier drauf... Doch, ich kann mich hier draufsetzen. Ich mache mal F5.
So, hallo, guten Tag. Und so sitze ich dann auch schon. Ihr könnt euch mit Rechtsklick, also wenn ihr Rechtsklick so drauf macht, ich mach's jetzt gerade nicht, könnt ihr euch so hinsetzen und mit Shift könnt ihr euch oder ich sag mal euren Hintern wieder bewegen und aufstehen. Gut, ja, das hier ist unsere großräumige Wohnung, aber nein, das ist hier noch gar nicht, denn es geht ja mit einer schönen Treppe noch weiter hoch. Ja, ja. Und das ist unsere richtige Wohnung. Und hier haben wir noch so ein schönes Aussichtsfenster, wo wir unser Herrschaftsgebiet, unser Reich überblicken können, unser Imperium. Weil ich bin ja der Imperator, das müsst ihr ja wissen. Und wer mir auf den Piss geht, gell? Wie Leute die ganze Zeit hier auf dem Server rumfetzen und dann sagen muss, hey Leute, gleich gibt's Geldstrafe. Nein, scheiß auf die Geldstrafe, ich schieße Blitze aus meiner Hand oder aus meinem Schwert, ich weiß auch nicht. Und damit würde ich sagen, hier haben wir nochmal so ein schönes Sky-Fenster. Habt ihr gehört? Sky und Fenster, Sky-Fenster, Und ich würde sagen, wir, ja, weil das so Flachwitze sind, gehen wir jetzt am besten direkt mal ins Fernsehstudio, oder? Ja, bitte. Gut, bum, 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 bum. Dann gehen wir mal ins Fernsehstudio. In Wirklichkeit ist das kein Fernsehstudio, das habe ich glaube ich noch nicht gesagt. In Wirklichkeit ist das die Pornoindustrie. Gut, ich würde sagen, das ist das Gebäude von außen. Ja, das würde ich nicht nur sagen, das ist nämlich so. Hier wird die Strandpromenade gebaut und deswegen hüpfen wir mal, wupp, wupp. Genau zu unserem Fernsehstudio, wo man noch direkt hier sehen kann. Kann man das sehen? Kann man das sehen? Ich schwimme mal ein bisschen raus. Da kann man es vielleicht lesen. Nein, kann man nicht. Ich mach Slash Spawn. Whoop. Okay, von hier aus kann man es lesen. Das ist... Ja, man kann schlecht liegen. Also das erste rote Buchstabe soll ein R sein, das dahinter soll ein M sein. Das heißt Brime Studios. Und das ist das neue Fernsehstudio. Warte, ich komme sofort wieder zu dir. Wir müssen hier echt mal eine Straße, eine Hochbahn oder sowas bauen. Ja, bitte. Bin ich sogar für. Hab ich weniger zu latschen. Ja, eben. Wir sind alle Latschfrauen, deswegen. Sonst kriegen wir noch Blasen. So, und dann... Oh, Mann, der hat nicht gegessen. So, und weiter geht's. Mein Mausrad ist kaputt. Ich muss immer mit den blöden Tasten jetzt arbeiten. Das nervt so übelst. Und hier, das ist das Fernsehstudio. Aber ich würde sagen, wir gehen durch den Haupteingang rein, oder? Ja, nicht durch den Hintereingang. Das ist langweilig. Ab hier muss ich... Wie bitte? Das ist langweilig durch den Hintereingang. Ja, das war. Ja, ich muss sagen, ab hier, also die Straßen sind ja neu gebaut, hier stehen doch Straßenarbeiten. Und hier steht auch ein fettes Schild. Betreten verboten. Was es mit hier diesem komischen Gebiet und den ganzen Erdtürmen auf sich hat, werde ich gleich nochmal erläutern und erzählen. Oder das kann auch mal gerne Lok gleich erzählen. Und dieses Gebiet müsst ihr euch jetzt erstmal gar nicht wundern, ist noch überhaupt nicht fertig. Ja, gut. Ich gehe einfach mal hier hoch. Hier wird noch eine Treppe und so hochgebaut. Ich habe jetzt mir hier Brickstone, also hier so, Red Brick hingebaut. Ist das so in Ordnung? Was meinst du? Sieht das so gut aus? Ja, ich finde das okay. In Zweck sieht das gut aus. Ja. Gut, das hier ist der schöne Turm. Das soll das Jobcenter werden. Das hat übrigens Lok gebaut. Hat er richtig schön Design, finde ich. Und das soll das Jobcenter werden. Hier kann man dann nachher die Jobs und sowas hier, ich sag mal, sich bewerben, die Bücher abgeben und so weiter und so fort. Oben sind dann demnächst Büros. Die muss ich noch einrichten. Ja, genau. Erzähl du mal. Ist dein Gebäude. Du hast erzählen. Kannst auch mal gerne hier rumführen. Also, dann geht's hier zu den beiden Bürostücken, wo wir hier dann halt werden noch einrichten. Und dann noch ein da oben ist dann hier halt nochmal ein bisschen kleiner. Also fassen wir nochmal zusammen. Theoretisch gibt's noch einen Keller. Ach, einen Keller gibt's auch noch. Ach ja, das sieht echt aus wie ein Keller, das ist so ein richtiger. Ja, der noch nicht fertig das ist so. Mann, das ist aber nervig. Ey, was? Ich kam da gerade nicht runter. Das ist brutal. Hey, ich komm nicht runter. Seht ihr, so geht uns das hier. Wir müssen die Techniker mal da anrufen. Also, um nochmal zusammenzufassen, hier kann man sich die Jobs eben, sage ich mal, hier kann man sich bewerben und so, die Bücher abgeben. Oben ist eine Büroetage und oben drüber ist eine kleine Etage. So wie Lok das gerade beschrieben hat. Das heißt, oben, die ganze obere, das Penthouse, sage ich mal, das hat keine Funktion, es ist einfach nur eine kleine Etage. Und damit würde ich sagen, gehen wir auch schon direkt. Oh, ich wäre fast runtergefallen. Und in unser Fernsehstudio. Yay, komm rein. Kommen Sie rein, Sir. Bum, bum. Okay, ach, lass mir die Tür. Lass mir's auf, es bringt nichts. Gut, hier kommt die Lobby hin. Hier kommt noch so ein Pult hin, auch so ein Lobbytisch eben, wo man sich anmelden kann. Ich weiß zwar nicht, wozu es gut ist. Das ganze Ding ist noch nicht ganz fertig gebaut. Hier kommt man hier in so eine Chill-Lounge. Da kommen auch noch so ein paar Bäume rein. Ein Urwald und sowas. Mit Urwaldgeräuschen. Das blende ich jetzt genau hier ein. Mach das. Ah, ich würde sagen, was heißt das? Und damit geht's dann auch schon, genau, in unseren Aufzug, in die erste Etage. Und die erste Etage,
ist auch die letzte Etage. Denn hier geht's zu einem schönen Balkon oder eher gesagt zu einer kleinen Terrasse. Schönen Ausblick auf dieses Wohnhaus, hier kann man schon stalken und sowas. Und dann gehen wir mal in das CNN. Nee, das ist. Nee. Wir nennen das irgendwie anders. Auf jeden Fall das News Studio. Hier wird dann hier auch so ein Table, also ein Tisch stehen, wo die Leute hier so schwätzen können. So, guten Tag, meine Damen und Herren, die Wetteraussichten sind super geil, weil ich weiß ganz genau, wie die Wetteraussichten sind. Wie Sie hinter mir sehen, ist alles ganz geil, blau. Und es wird sicherlich irgendwann noch regnen, aber ich weiß nicht warum. Und deswegen wird das alles hier hinter dem Tisch genommen. Und es ist wie ein Wetterbericht. Es ist wie in so einer Newszentrale. Und hier oben sind dann auch so die Lichter dafür. Yay! Haben wir das nicht schön gebaut? Ja, haben wir. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir in die Gruft. In den... Scheiße. Das soll der Keller darstellen. Das Problem ist nur, wir haben das ein bisschen falsch hier gebaut. Gut, auf jeden Fall, das hier ist der Keller. Wo ein Enderman, ein Enderman! Oh mein Gott, ein Enderman, der kommt aber nicht hier raus. Gut. Und wieder eine Enderperle, juhu! Okay, hier kommt noch kein Studio hin, also hier weiß ich noch nicht, was ich hinbauen soll. Oder eher gesagt, wir wissen es noch nicht. Obwohl ich doch gar nicht gefragt habe, aber das musst du auch nicht wissen. Hier haben wir... Ey, das gibt es doch gar... Nein! Du dreckiges Vieh! Nicht gegen die... Und deine dritte Enderperle, wuh! Da braucht noch eine. Okay. Warte, oh, perfekt, perfekt, hat wieder hingepasst. Okay, hier, das ist so ein, ja, wie soll ich sagen, was kann das denn hier sein? So eine Talksendung, würde ich sagen. Hier kann man so eine Talksendung aufnehmen. Und wieso wir sowas hier machen, das erzähle ich euch auch gleich im Anschluss. Oder ihr gesagt, Lok kann das euch mal erzählen. Nein, das ist schon zu schön. Ja gut, ja gut, okay. Hier kann man sich so hinsetzen, so blablabla. Ey, mach die Lichter wieder an. Das war ein technischer Fehler, tut mir leid. Und dann tun wir mit Schiff wieder aufstehen, wie gesagt. Hier ist so eine Gamer oder so eine generell so eine unterhaltsame Kacke-Talking-Bereich. Dann kommen wir hier in den Greenscreen-Bereich. Jetzt denken die Leute, ey, das ist alles eine Show, weil in Wirklichkeit kann man in Minecraft kein Greenscreen machen. Leute, es stimmt nicht. Ich kann euch das ja mal gerne vorführen, also in dem Fenster unten. Da wird jetzt gleich ein schöner Greenscreen sein. Das nehme ich dann gleich mal auf und dann blende ich das gleich mal hier ein. Okay, und ich würde sagen... Oh, jetzt ist er gegangen. Wir kommen hier nicht mehr hoch, das ist jetzt... Ey, ich bin hochgekommen. Mist, das ist die falsche Etage. So, perfekt. Okay. Ja, manchmal sind die Dinger noch ein bisschen schlecht programmiert, dann bringen die uns noch in die falsche Etage und... genau wie ihn jetzt. Und dann schmeißt es ihn zurück. Ja, Lok. Was wird das hier? Dieser kahle, öde Platz mit haufenweise Dünger aufgestockt in Türmen. Was soll es werden? Was soll es werden? Lok, Lok, erzähl. Ich glaube, Lok kann gerade nicht erzählen. Oh, der ist gemutet. Oh, der ist gemutet. So eine Scheiße, aber auch. Okay, dann muss ich das erzählen. Guck, das ist einfach nur so. Ich denke so, warum immer, weißt du, denke ich mir. Aber da kann man wohl nichts dran ändern, macht aber auch nichts. Also in Kurzform, weil gleich in 2 Minuten tue ich schon, dass ich das Video wieder enden. Weil ich habe so gehört, die Videos sind ein bisschen zu lang. Also mach ich es ein bisschen kürzer. Okay, ihr seht hier diese kahle Fläche. Ja. Jetzt Lex. Jetzt geht's wieder. Okay, erzähl, was soll das hier schnell werden? Bei dich. Es soll eine Filmstadt werden, wo man halt was aufnehmen kann, sozusagen. Richtig, das ist eine gute Kurzfassung. Jetzt erstmal, ich sag mal, die Extended Version davon. Also es soll eine Filmstadt werden. Das heißt aber nicht, dass die Leute hier nicht bauen dürfen oder dass also keine ihre eigenen Häuser nicht hier bauen dürfen. Oder dass die hiernach nicht die Häuser kaufen oder einziehen dürfen. Der Punkt ist einfach nur, das hier ist eine, ich sag mal, gescriptete Stadt. Also sprich, hier werden Häuser nach Plan gebaut und nicht einfach nur random. Hier werden die Häuser geplant gebaut, wie da hinten das Wohnhaus, was gerade ein Bau ist von Drache und dem Bayer Justus, der Ingame, wie heißt der denn Ingame? Unterhosen-Buddy 2. Unterhosen-Buddy, genau, der ist Unterhosen-Buddy. Genau, Unterhosen-Buddy und Drache HD bauen das Hochhaus hier hinten. Das hier hat Lok gebaut, das hier hab ich gebaut, das hier hat Lok und ich gebaut. Und hier sollen die ganzen Wohnhäuser noch hin und hier soll so eine Scripted Reality Show hin. Wir machen das dann für YouTube, so ein spezielles Format in Colony 2, aber nicht so poröse und langweilig wie jetzt nur bauen, abbauen, jemanden töten und so. Nein, wir machen jetzt, wir versuchen echt mal eine richtige Fernsehsendung im Minecraft-Format rauszubekommen. Oder generell hier rauszuschmeißen oder so Pilot-Folgen davon zu machen, wenigstens eine. Und das wird relativ lange dauern. Ich weiß auch noch nicht, wann die erste rauskommt, weil der Dreh wird lange dauern. Und ihr seht, das Set ist noch voll im Aufbau. Und für die ganzen Spieler Minecraft-Kolonie als Info. Ich habe hier am Spawn übrigens jetzt was hingeschrieben. Und zwar, ihr könnt jetzt alle
euch ein Schild nehmen, also irgendein Schild, wie hier so ein Holzschild nehmen. Das hier ist der Infoplatz, also Jobangebote und anderes. Ihr habt die Erlaubnis, hier Schilder hin zu platzieren, also das ist euch durch die Permissions jetzt ermöglicht. Und hier euch Jobangebote hier so an die Wand zu klatschen, zum Beispiel, wie ich das hier gemacht habe. Ich suche Mitarbeiter für den Bau des Filmstudios und den Aufbau einer Filmkulisse für YouTube. Und man bekommt mindestens, wenn man mithilft, 560 GC. Und ich möchte an dem Augenblick jetzt hier nochmal in dem Moment erinnern, wer herausgefunden hat, was das Plugin ist, was wir nagelneu hier draufgeschmissen haben, was voll sinnvoll ist, nach meiner Meinung nach, der bekommt 500 GC umsonst. Das heißt, wenn es einer rausgefunden hat, dann bekommt er die GC, alle danach bekommen keinen GC mehr. Also wer zuerst kommt, mal zuerst. Aus dem einfachen Grund, sonst könnte er es ja einfach mitgehört haben und das wäre ein bisschen unfair. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und haut rein, bis zum nächsten Mal bei der Sky. Ja, haut rein, ciao.